Ja, ich weiß nicht, ob viele von euch den Striker-Patch... Raus, raus, raus. Ich hasse es. Ich bin rausgegangen, nur das Problem ist... ich kann es euch gleich demonstrieren. Ich hole einen neuen Flieger. Ich hasse diese Problematik. Ich weiß nicht, wieso sie es im Planet so gemacht haben. Ich wollte gerade den Flieger retten. Hätte auch geklappt. Allerdings habe ich eins nicht bedacht. Und zwar weiß ich nicht, ob es irgendwie aus Gründen von Lag Compensation ist oder aus sonst was. Es gibt ein Limit, ein Zeitlimit, was verstreichen muss, bis ihr ein Fahrzeug wieder betreten oder verlassen könnt. Das Ganze gilt auch beim Sitzplatzposition wechseln. Wahrscheinlich ist es einfach nur, damit nicht mehrere gleichzeitig in ein Fahrzeug können. Ich hämmere die ganze Zeit auf E. Für rein und raus. Ihr merkt das, oder? E. Wir sind immer eine Zeit lang drin, auch wenn ich es nicht spamme. Ich drücke E. 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 Es ist immer unterschiedlich und das ist ziemlich nervig. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach am Ping. Wobei der gerade gut ist, mal wieder. Vorführeffekt. Aber, das ist dann so ein kleiner Gamekiller. Eher ein Scythe-Killer. Ich meine, wir wurden auch gekillt, aber Nebensache. Ich weiß nicht, was der da hat. Sah aus wie eine Halbert, aber den holen wir uns. Ja, Harasser sind ziemliche Glass Cannons. Oh, jetzt bewegt er sich. Jetzt hat er Blut gerochen. Fluffy Cat und dein Harasser möchte ich auch, allerdings mit dem MG. Ja, ich nehme alles, was Punkte gibt, denn, wie gesagt, ich bin auf der Jagd nach Level 99. Und nun ja, die Reise dorthin ist ziemlich lang und steinig. Ich hoffe, man kann dies verstehen. So, hallo kleiner Mann. Auf seinem schönen Fels. Der hat einen Burster gehabt. Allerdings wurden wir von dem nicht mal getroffen, sondern von einer PB-Shell. Ich bin zu greedy. Ich bin einfach zu greedy für alles. Wie viele Punkte brauchen wir denn noch? Wo steht's denn? 50.000, das ist eine Stunde spielen, circa. Ich wollte jetzt nicht noch eine Stunde aufnehmen. Da war wieder ein neuer Harrison. Wir holen uns noch einen Flieger. Und spielen mal ein bisschen vorsichtig. Ihr klatscht euch schon wieder die Hand am Kopf. Der und vorsichtig. Das hält auch keine 2 Minuten. Ich weiß. Aber der Greed wohnt in uns allen. Und ich habe den Kampf nicht überlebt. Ja, mich zerfrisst der Greed von innen. Ich will alles und zwar jetzt. Bitte sterben Sie jetzt. So, das war wieder der Greed. Infanteristen gesehen und erstmal drauf schießen. Komme was wolle, nicht auf die Umgebung geachtet. Und währenddessen sind die PB-Shells wieder am Hämmern, mir um die Ohren. Allerdings lasse ich mich einfach nicht mehr treffen. Klingt nach einem Plan, oder? So, das hier sieht verlassen aus, Red Ridge. Red Ridge selber ist quasi clear. Nein! Weiß nicht. Weiß nicht. Auf Wiedersehen, Fluffy Non. Ja, der ist wahrscheinlich auch schon angepisst. Der war wahrscheinlich eben am Schreiben oder so. Als wir ihn geholt haben. Wir gehen höher. Höher ist die beste Methode, um Panzern auszuweichen. Merkt es euch. Denn Panzer haben nur ein beschränktes Blickfeld. Und das Ausnutzen ist das Beste, was ihr in einer solchen Situation machen könnt. Prowler brauchen, ich glaube, mit jedem der Geschütze 2 Schüsse. Was auch fair ist. Es klingt erstmal unfair. Fakt ist aber, der Prowler hat seinen Belagerungsmodus, für die, die ihn nicht kennen. Der Prowler wird bewegungsunfähig, aber hat dafür, ich glaube, auf dem höchsten Level 50% höhere Nachladegeschwindigkeit. Heißt, schon mal mehr Projektile, die da rausgehen. Hallo Fluffy Cat. Das ist schon mal übel. Und vor allem wird die Projektilgeschwindigkeit auch noch um ein Vielfaches erhöht. Und das ist quasi das Todesurteil. Ich weiß nicht, was du da immer versuchst, Fluffy Cat. Ich glaube, ich habe den verwechselt mit Fluffy... Mit Fluffy Non habe ich den immer verwechselt. Okay. Es gibt wohl mehrere Fluffys. In diesem einen Gebiet auch noch. Der schießt schon wieder auf uns. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Wir wechseln das Gebiet. Der Greed ist zu schwach.
Ich bleibe nicht hier. Auf jeden Fall haben wir damit schon mal zwei Fluffys ausgerottet. Ich hoffe, sie werden sich nicht rächen, weil das machen auch Leute gern. Aber wenn man irgendwie eine Gruppe von Leuten tötet, dann packen sich auf einmal alle ISFs raus und jagen ein und krachen am meisten noch ineinander. Das finde ich immer ganz angenehm. Ist auch immer ganz amüsant anzusehen. Na du? Ich misch mich mal ein, weil du auch noch nicht mal im Qualm bist und du offensichtlich nicht viel einstecken musstest von deinem Gegenüber. Gegen mich hingegen scheinst du ziemlich gut zu bestehen. Okay, ich bin weg. Auf Wiedersehen. Das ist meine Devise. Mitnehmen, was noch geht. Allerdings konnten wir den nicht mehr mitnehmen. Haben aber noch einen Assist für den Moskito bekommen. Und wollte gerade sagen, kriegen wir auch noch für den Prowler. War kein guter Dogfight. Ich habe heute echt kein Glück in Dogfights. Muss ich euch sagen. Auch in der Aufnahme eben. Ach Quatsch, in der Aufnahme eben. Auch ohne Aufnahme eben ging heute eigentlich nicht viel. Ich habe viele ISFs bekommen, aber ich wurde halt auch oft bekommen. In so einer 3:1 Statistik ungefähr. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist die Pause, die ich hatte. Ich habe die letzten 2 Tage nicht gespielt. 0-0. Und ich denke mal, das ist einfach einspielen, wenn man einen Tag nicht gespielt hat, dass man echt wirklich sich wieder einspielen muss. Vielleicht haben die Leute in den 2 Tagen auch einfach viel mehr gelernt, als ich jemals wusste. Wer weiß das schon. Hier sind ganz viele Gegner und den hole ich mir. Oder auch nicht. Ich werde von irgendwas abgeschossen, aber den will ich noch wegkloppern. Auf Wiedersehen. So, dann wollen wir mal eben hier verschwinden. Und uns verziehen. Mir jagt ein Reaver, glaube ich, hinterher. Oder ein Mozzie. Lanyon schon wieder. Ich hasse sowas. Das sind dann nur die Leute, die fühlen sich dann wahrscheinlich wie die Helden. Schon wieder. Ich meine, ich kenne das ja. Ich bin ja genauso. Allerdings, wenn man dann selber da drin steckt, ist das immer echt uncool. Wie schaut's aus? Boah, wir haben bald die 100 Kills durch in der Aufnahme hier. Das ist ja generell, wie ich eigentlich immer spiele. Ich mache 100 Kills und dann höre ich auf. Oh, ich habe das falsche Visier drauf. So ein Ranz. Ich hasse das Visier. Ahaua. Wir hauen ab. Wir hoffen, dass wir überleben und hauen ab. Wir brauchen Schild, wir brauchen Energie, wir brauchen alles. Wir haben nichts mehr. Fucking Spitfires jagen einem immer wieder einen Schreck ein. Man weiß nie, was das für ein Spitfire ist. Ein eigener, ein gegnerischer. Ich brauche Heilung. Ist ja kein Sunny dabei. Hier kommen 50 Mann rein und keiner ist Sunny. Sunny, 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 Sunny. 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 Oh ja, danke. Wunderbar. Dann kann ich ja wieder in den Kampf. Denn wir haben hier eben was abbekommen und damit wollte ich mich nicht den Gegnern stellen müssen. So, die werfen wir kurz. Wir sehen zu, dass wir in Deckung springen. Hat aber nicht gereicht, aber den Typen haben wir mit der kurzen Granate noch bekommen. Das ist ganz gut. Ah ja, kurze Granatenwerfer sind immer gut. Die werden mich eh niemals finden, wo ich da liege. Ich kann mich quasi direkt neu spawnen lassen. So, wir gehen mal da hoch. Ja, hier ist wahrscheinlich irgendwas durchgekommen mit C4. Der Sunra war mal ein Sunra. Hallo, junge Leute von heute. Ich habe hier einen NS15M und möchte euch mit diesem bekannt machen. Ne, ich erkenne nichts. Ich erkenne einfach nichts. Und wenn ich nicht weiß, ob ich auf Freund oder Feind schieße, schieße ich am besten gar nicht. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, die Waffe zu wechseln. Die können wir da reinwerfen. Die wird den auch kriegen, wenn er nicht wegläuft. Oder auch nicht. Und da sind wir da. Vergesst es. Wir wollen das andere Visier wieder. Und am liebsten noch einen Flieger. Aber ich glaube, das Spiel ist gerade einfach mal mit abgestürzt. Da sind wir wieder, nachdem das Spiel kurzerhand mal gecrashed ist. Das macht es schon mal. Das ist Crash Zeit 2.
Ja, ich weiß gar nicht, habe ich. Ja, ich habe ein NG. Okay, ja, wir legen nochmal los. Ich möchte nochmal ein bisschen was aufbessern. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir eben standen. Irgendwas 70 zu. Irgendwas mit 50.000 Punkten knapp. Ja, wir legen nochmal einen Deckel drauf, damit ich noch eine Folge vollkriege. Mal gucken, dass wir möglichst lang am Leben bleiben. Ich würde sagen, ich quittiere auch mal den Dienst im Trupp. Wobei, nee, ich bleib drin, denn die Leute kriegen ja auch mehr EP durch mich. Oder ich fliege einfach mal kurzerhand in eine Anti-Air-Stellung rein. Ja, ich weiß nicht, warum man immer noch solche Stellungen aufbaut. Das machen die Leute gerne mal am gegnerischen Warpgate bzw. in der Nähe. Mal eine Stellung mit ein paar Dual-Burster-Maxes, einem Sunrun mit Anti-Air-Geschützen und noch ein paar Lock-Ons. Ich meine, man kann es ja nicht übertreiben. So, was haben wir denn hier hinten? Einen River. Ja, ich glaube, das hat sich erledigt. Direkt von abwenden. Gar nicht mehr angucken. Nicht mal mit dem Arsch. Den Arsch in die Höhe. Ja, ich fliege einfach mal rum und guck, wo ich was sehe. Und hau dem auf die Fresse, was ich auch immer finden sollte. Gucke, dass ich nur ein bisschen von der Flugroute her in Nähe unserer Region bleibt, damit ich halt Nachschub holen kann, sofern ich welchen brauche. Reaver. Wow, 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 wow. Rückwärtsflug okay, aber nicht in mich rein, bitte, ja? Das war nicht meiner. Also, ich habe ihn schon als meinen angesehen, aber er war nicht meiner. So, das war meiner, auch wenn es kein Gegner war, war ein bisschen EP für meine Luftüberlegenheit. Ich meine, es war auch kein Flieger drin, deswegen habe ich es auch nicht als lame erachtet. So, machen wir dich mal voll wieder. Boah, Jeff ist so cool, er kann stehende Flieger abschießen. Ja, ich muss mich nicht profilieren. Ich weiß, dass ihr wisst, dass ich fliegen kann, aber das sind dann immer diese Momente, wo man jedes Mal kurzerhand aus dem Himmel geholt wird, wo es dann halt echt ein bisschen nervt. Jupp, ich habe auch einen MG. Lass meinen Mate in Ruhe, bitte. Ollol 6. Ja. Haben wir den gerettet? Flieg jetzt nicht in mich rein als Dank, dann werde ich sauer. So, das war mal wieder so ein typischer Moment. Er wollte unbedingt noch den Kill kriegen. Greedy geworden, hat nicht reagiert und ist daran sehr schnell zugrunde gegangen. Aber das passiert jedem. Das passiert mir, das passiert euch. Mir passiert das besonders oft. So, das war auch wieder der Greed. Da war jede Menge, was uns hätte vom Himmel holen können. Aber der Greed war stark. Stärker als alles andere. So, hier gibt es auch eine Menge, was uns gerade vom Himmel holen könnte. Aber ich glaube, dass der hier leichtes Fressen ist. Oder auch nicht. Ich muss hier weg. Ja, am Leben bleiben ist die oberste Priorität, finde ich. Wenn man lange überleben will, sollte man lange am Leben bleiben. War ja unser Ziel, jetzt mal lange am Leben zu bleiben. Ja, zu The Crown zu fliegen ist immer gut, denn hier gibt es in der Regel immer Anti-Air. Und Anti-Air... Warum musste ich auch jetzt meinen Flieger zugucken, wie er umfällt? Ist doch klar, dass das zum Tode verurteilt wird. Ach, dieses Spiel macht mich fertig. Na gut, wenigstens zum Schluss konnte ich noch zeigen, dass ich wirklich treffen kann. Wie gesagt, ich muss mich nicht profilieren, aber es ist natürlich trotzdem da. Ich höre hier eine NC-Sniper-Rifle. Das war die NC-Sniper-Rifle. Und ich würde gern gucken, vielleicht finde ich ja den Pimmelkopf, der meint, mich da niederschießen zu müssen, wenn ich mir meinen Flieger angucke. Allerdings sehe ich kein Blau. Ich würde gern Blau sehen, aber ich sehe kein Blau. Okay, das heißt, wir gehen zurück. Bis wir da oben sind, haben wir unsere Ressourcen für den nächsten. Einen hole ich noch. Ich weiß, ich wollte nur einen holen, aber das ist der Ehrgeiz. Mein Talent reinzuwaschen hier. So, komm. Einmal hoch, bitte. Ah, ein wunderschönes Terminal. Ich habe eigentlich gesagt, hier oben sollten wir jetzt genug Ressourcen haben. Uns fehlen aber noch 3 Stück oder so. Ich hasse diesen Karabiner. Ich habe mir den geholt, weil ich gedacht habe, das wäre eine gute Ranged-Waffe. Allerdings hat er mich öfters enttäuscht. Oh, ne, da fliegen Ravens auf mich zu.
Da unten sind ein paar Infanteristen, die ich wegreden kann. Reederella hat wieder zugeschlagen. Ist das ein Reaver? Nein, eine feindliche Valkyrie. Das feindliche Flieger in der Nähe. Nein, aber die Valkyrie könnte die Lock-Ons haben. Ich denke nicht, nein. Ich denke, das ist ein einzelner Valkyrie-Pilot, der die Valkyrie ausprobiert und merkt, oh fuck, die Valkyrie ist total scheiße. Ich hasse die Valkyrie. Wie ich auch jeden strafe, der die Valkyrie benutzt, weil ich sie nicht mag. So, helfen wir mal unserem Jungen hier unten und fliegen weiter. Na du? Ne, hat er überlebt. Zack, da kommt ein Lock-On, zack, flieg bitte in den Berg rein, zack, da ist er weg. Also, nicht ich, sondern der Lock-On soll in den Berg fliegen. Ja, wir gehen mal hier hoch und laden mal ein bisschen auf. Irgendwas flackt uns da an, aber ich denke, hier sind wir sicher. Zack. Ich weiß nicht, was da flackt. Das interessiert mich auch nicht, ich bleib einfach in Bewegung. So, und hier ist auch irgendwo noch ein Feind. Ne, der ist gerade gestorben, da unten, der. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hin, denn hier haben wir viel Feindkontakt gehabt auf den Klippen. Na, du kleiner Mann. Ich wollte gerade sagen, wenn ich schon mit den Raketen nicht treffe, welcome to Planet Side, dann wenigstens mit dem MG. Aua. Was immer da wieder getroffen hat. Oh, ich weiß was. Wahrscheinlich ein Level 100er, der sich rächen will. Nein, Kuno. Kuno sagt mir was, aber kann ich nichts drüber sagen. Weiß ich nicht. Ja gut, haben wir ein paar Infanteristen bekommen. Besser als nichts. Und eine Valkyrie. Ich hasse die Dinger. Valkyries sind halt so der Abschaum von Planet Side, finde ich. Nicht die Valkyrie-Pilot, versteht mich nicht falsch. Ich sag nichts gegen die Leute, die eine Valkyrie benutzen. Aber war nicht im Teamchat. Ist mir jetzt auch egal. Sieht ihr eventuell in dem Video hier. Ich habe nichts gegen die Valkyrie-Piloten. Ich habe was gegen die Valkyrie. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn jemand eine Valkyrie fliegt, das ist sein Problem. Er läuft damit rum, fliegt damit rum. Läuft im Endeffekt wieder damit rum, ja. Aber ich mache mir da keinen draus. Ich mag nur die Valkyrie nicht. So, wir haben hier unten Gegner. Feindkontakt. Na du? Ja, den hat er uns geklaut. Das sage ich jetzt mal ganz offen. Den fand ich geklaut von der MX-Einheit. Und hier auf den Bergen sind auch mal welche. Die ganze Zeit laufen hier Sniper-Renos auf dem Berg rum. Und die will ich jetzt haben. Weil im Nahkampf machen die Sniper-Renos Piu-Piu daneben und sind tot. Okay. Den hat er bekommen. Gebe ich zu. Da unten sind noch mehr Sniper-Renos, die sich mit uns anlegen wollen. Level 3, Chronosun. Ich habe gerade für eine Sekunde gedacht, ich hätte einen Lock-On auf mir gehabt, als Infanterist. Im Ernst, ich habe für eine Sekunde Lock-On gesehen. Ich werde paranoid. Okay, hallo, du. Ja, ich setze mal so ein Ding hier hin. Einfach nur, damit Leute hinrennen und sich das Ding holen wollen. Das bringt nämlich allen von Wano was, weil die Gegner laufen auf die Straße und wir kriegen Kills. Ich habe recht gehabt, laufen auf die Straße. So, wir holen uns jetzt die Sniper-Renos. Sofern wir hier hochkommen. Also hier sollten wir an ein paar rankommen. Ne, hier gerade an niemanden. Ich hoffe, da ist niemand drin. Ja, ich werde ein bisschen aggressiv vorgehen. Ich weiß ja, wo die alle standen. Hier am Rand der Anlage. So, schnell weg hier. Ja, hier am Rand der Anlage standen eben die Scharfschützen. Hier, so ungefähr. Und die möchte ich mir halt holen. Einen nach dem anderen. Das Schöne ist, dass man hier so schön auf die Klippe kann und dann immer dieses Deckungsspiel weiter treiben kann. Also hier kommt man gut an die Feinde. Na du?
So, schnell weiter, denn wir haben einen Schuss abbekommen. Wir töten Leute vom BKNE, auch ein Clan, der mir ganz, ganz stark was sagt. Ich glaube, die waren früher mal größer, als sie heute noch sind. Das kann ich auch so erledigen, Kollege. Na, nicht getroffen, aber wir haben ja noch was im MG. Und der ist auch hinüber, oder? Jupp. Ich sag's euch, Granaten sind der Renner. Auf Wiedersehen. Der hätte mich beinahe getötet. Und hier ist auch irgendwas Böses, oder? Ja, der wurde gerade schon ausgeschaltet. Na, sind wir frei? Sicher? Ja, sieht so aus. Okay. Wunderbare Sache, das. Keine Ahnung, warum der jetzt nicht gemessert wurde, aber... Naja, wir haben eine Menge Scharfschützer-Renos bekommen. Ich würde sagen, damit haben wir heute auch unseren Dienst getan. Ich quittiere ihn für heute auf jeden Fall. Die 50.000 kriege ich heute nicht mehr zusammen, ne? Auch von Nerven her nicht. Die 32.000 mache ich morgen noch, dann bin ich schon mal bei 99. Ist schon mal ein großer Schritt in Richtung Level 100. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.